Das erste Arithmometer von Charles Xavier Thomas de Colmar aus dem Jahr 1820. Charles Xavier Thomas wurde am 5. Mai 1785 in Colmar im Elsass geboren. Nach Beendigung seines Studiums durchlief Thomas eine militärische Laufbahn. Von 1809 bis 1817 war Charles Xavier Thomas im Dienst der französischen Armee und bekleidete dort erst das Amt des Schatzmeisters der Truppenversorgung und wurde nach hervorragender Arbeit auf diesem Posten für den Spanienfeldzug zum Versorgungsinspektor befördert. Vermutlich brachten ihn die aufwendigen Berechnungen für eine gute Versorgung der Armee schon damals auf die Idee für seine Vier-Spezies-Rechenmaschine. Nach seinem Militärdienst wurde er Hauptaktionär einer Versicherungsgesellschaft, bei der komplizierte Rechnungen wichtiger Bestandteil seiner Arbeit waren. Hier reifte die Idee schließlich zu konkreten Plänen, die 1820 in seinem ersten Patent mündeten. Später gründete er selbst ein eigenes Brandversicherungsunternehmen. Mit diesem Unternehmen, Le Soleil, und der Vermarktung seiner Rechenmaschinen kam Thomas zu großem finanziellem Erfolg. Im Alter von 84 Jahren verstarb Thomas im März 1870 in Paris. Betrachten wir nun das 3D-Modell eben der Maschine, die Thomas 1820 patentieren ließ. Die Maschine besteht aus zwei Bauteilgruppen. Der obere Teil der Maschine ist das Ergebniswerk mit 8 Stellen. Für jede Stelle gibt es einen Einstellknopf, um Zahlen einzustellen oder die Maschine zu nullen. Wenn wir das Gehäuse einmal ausblenden, sehen wir einen Schieber, der Aussparungen hat, sodass immer nur eine Ziffer pro Stelle sichtbar ist. Er wird genutzt, um zwischen additivem und subtraktivem Rechnen umzustellen. Auf den Anzeigescheiben sehen wir die Ziffern von 0 bis 9 jeweils zweimal in Rot und zweimal in Schwarz aufgetragen. Die schwarzen Zahlen sind im Uhrzeigersinn aufgetragen, die roten entgegen des Uhrzeigersinns. Die roten und schwarzen Ziffern sind so gegeneinander versetzt, dass durch Verschieben des Schiebers jeweils das 9er-Komplement sichtbar wird. Dadurch ist ein richtläufiges Rechnen mit der Maschine möglich. Der untere Teil des Arithmometers ist das Rechenwerk. Auf der rechten Seite gibt es 4 Einstellschieber, mit denen man Zahlen einstellen kann, indem man sie nach vorne schiebt. Im linken Teil des Rechenwerks ist die Multiplikator-Wählscheibe, in die man den Multiplikator-Einstellstift steckt, um den Multiplikator festzulegen. Ganz links sieht man das Antriebsband aus der Maschine herausragen. Um mit der Maschine zu rechnen, wird das Band immer weiter nach links gezogen, bis der Multiplikator-Einstellstift gegen den Anschlag stößt und so das Weiterziehen verhindert. Im Inneren der Maschine befinden sich die Antriebszahnräder, die durch das Ziehen des Bandes bewegt werden, und die 4 Staffelwalzen. Im Querschnitt der Staffelwalzen sehen wir, dass sie im Winkel zueinander versetzt sind, sodass ein 10er-Übertrag, welcher durch den grünen Einzahn realisiert ist, über alle Stellen hinweg kaskadieren kann. Dafür gibt es einen solchen Einzahn auch noch auf der 10.000er-Stelle, an der keine Staffelwalze mehr ist. Um die Funktion und Bedienung der Maschine zu verstehen, schauen wir uns zunächst die Addition an. Hier am Beispiel 45 plus 62. Mithilfe der Einstellschieber stellen wir die Zahl 45 ein. Um diese ins Ergebniswerk zu übertragen, stecken wir den Multiplikator-Einstellstift in die 1 und ziehen am Band, bis der Stift gegen den Steg anschlägt. Zur besseren Sichtbarkeit wird oben rechts eine Vergrößerung der Ergebniswerk-Anzeigefenster eingeblendet. Wir stellen den zweiten Summanden ein und stecken den Stift erneut in die 1. Bevor wir die eigentliche Addition durchführen, sehen wir uns an, was beim Ziehen des Bandes im Inneren der Maschine passiert. Das Antriebsband ist auf eine Bandrolle gewickelt. Im Inneren der Bandrolle befindet sich eine Spiralfeder, die beim Abwickeln gespannt wird. Auf derselben Achse befindet sich ein Zweizahn, der bei Drehung die Stäbe der Multiplikatorwählscheibe und somit die Scheibe selbst weiterdreht. Zieht man jetzt am Band, greift ein kleiner Ratschenzahn in das Sägezahnrad ein und dreht somit die gesamte Achse und über die Antriebszahnräder alle anderen Achsen.
Beim Loslassen des Bandes entspannt sich die Spiralfeder und dreht die Bandrolle zurück und wickelt das Band wieder auf. Da der Ratschenzahn federnd gelagert ist, gleitet er in Rückrichtung über die Sägezähne hinweg und dreht die Antriebsachse nicht mit zurück. Wir beenden jetzt die Addition, indem wir das Band erneut bis zum Anschlag ziehen. Das Ergebnis 45 plus 62 ist gleich 107 ist in den Anzeigefenstern des Ergebniswerks ablesbar. Wir betrachten nun die Mechanik dahinter. Das Bewegen der Einstellschieber verschiebt das gelbe Übernahmezahnrad über der Staffelwalze, sodass entsprechend der eingestellten Zahl Rippen in das Übernahmezahnrad eingreifen können. Die dunkelblauen Antriebszahnräder lassen die Staffelwalzen rotieren. Die Rippen der Staffelwalze drehen das Übernahmezahnrad und damit die gesamte Achse, sodass das hellblaue Übergabezahnrad die Rotation an das rosafarbene Ergebniswerkzahnrad übergibt und somit auch an die Anzeigescheibe. Bei der Addition der 62 auf die 45 passiert ein 10er-Übertrag auf die 100er Stelle. In Normalgeschwindigkeit lässt sich nicht nachvollziehen, wie dieser Schritt erfolgt. Deswegen schauen wir uns alle Details einmal in Zeitlupe an. Beim Übergang von 9 auf 0 der 10er Stelle drückt der hellgrüne Stift unterhalb des Ergebniszahnrads gegen die gefederte 10er-Übertragswelle, sodass die Achse so weit nach hinten geschoben wird, dass die pinke 10er-Übertragswippe vor den 10er-Übertragsschieber rutschen kann und somit die gesamte Achse in dieser Position festhält. Durch das Verschieben der Achse und des Schiebers wird auf der nächsten Stelle das pinke 10er-Übertragszahnrad mit verschoben. Es befindet sich auf derselben Welle wie das Übernahmezahnrad, welches die Rippen der Staffelwalze abgreift. Jetzt ist das 10er-Übertragszahnrad im Eingriff des hellgrünen Einzahns der Staffelwalze und wird durch diesen um eine Position weitergedreht. Weil auch das Übergabezahnrad der 100er Stelle auf derselben Welle sitzt, wird dort eine 1 an das Ergebniswerk weitergegeben. Der 10er-Übertrag ist damit abgearbeitet. Abschließend wird nun das 10er-Übertragszahnrad zurückgestellt. Das passiert, indem der hellgrüne Rückstellstift am Ende der Staffelwalze die 10er-Übertragswippe zurückdrückt, sodass die Achse mit dem Schieber durch die gelbe Spiralfeder wieder in seine Ursprungsposition zurückspringen kann. Als nächstes betrachten wir die Subtraktion am Beispiel 107 minus 21. Um mit der Maschine zu subtrahieren, muss man den Addition-Subtraktions-Umstellschieber nach links schieben, sodass in den Anzeigefenstern die roten Ziffern sichtbar sind. Jetzt stellen wir die 107 im Ergebniswerk ein. Dafür schiebt man das Ergebniswerk nach hinten von der restlichen Maschine weg und dreht an den Knöpfen, bis die gewünschte Zahl sichtbar ist. Anschließend ziehen wir das Ergebniswerk wieder zurück. Diese Bewegung wird durch eine Blattfeder auf der Rückseite unterstützt. Von der Seite kann man sehen, dass beim Wegschieben des Ergebniswerks die rosa Ergebniswerkszahnräder nicht mehr in die hellblauen Übergabezahnräder des Rechenwerks eingreifen und somit frei drehbar sind. In Gelb sieht man die Blattfeder, die das Ergebniswerk zurückdrückt. Die restliche Bedienung ist identisch zu der Bedienung bei der Addition. Wir stellen die 21 mit den Einstellschiebern ein, stecken den Multiplikator-Einstellstift in die 1 der Wählscheibe und ziehen am Band, bis der Stift anschlägt. Damit Komplementärzahlen gerechnet wird, die also gegenläufig zu den schwarzen Ziffern aufgetragen sind, dreht sich innerhalb der Maschine alles exakt wie bei der Addition. Und auch der 10er-Übertrag funktioniert analog. Das korrekte Ergebnis 86 kann jetzt in den Fenstern abgelesen werden.
Wir stellen den Schieber zurück auf Addition und nullen die Maschine, indem wir das Ergebniswerk erneut nach hinten schieben und an den Knöpfen drehen. Für die Multiplikation berechnen wir das Beispiel 113 mal 25. Dafür stellen wir zunächst die 113 mittels der Einstellschieber ein. Anschließend stecken wir den Multiplikator-Einstellstift in die 5 und ziehen das Band bis zum Anschlag. Wir haben die 113 jetzt 5 Mal auf das Ergebniswerk übertragen und können jetzt also 565 ablesen. Um die Rechnung fortzuführen, nehmen wir eine Stellenverschiebung vor. Wir schieben das Ergebniswerk wieder nach hinten und dann so weit nach rechts, bis die Blattfeder das erste Mal in die dafür vorgesehene Nut einrastet. Dann ziehen wir das Ergebniswerk wieder an das Rechenwerk heran. Wie wir hier von hinten sehen, haben die grünen Führungen, welche fest mit dem Rechenwerk verbunden sind, oben jeweils eine Aussparung, durch die die Wellen des Ergebniswerks hindurchgeführt werden können. In der Detailansicht wird sichtbar, wie die Feder in die Nut einrastet. Nach der Stellenverschiebung steht die Zehnerstelle des Ergebniswerks über der Einerstelle des Rechenwerks, sodass nun immer das Zehnfache des Wertes im Einstellwerk ins Ergebniswerk übergeben wird. Wir müssen also nur die 2 auf der Multiplikator-Wählscheibe einstellen, um 20 mal 113 auf das Ergebniswerk zu übertragen. Das Ergebnis 113 mal 25 gleich 2825 ist jetzt in den Anzeigefenstern ablesbar. Wir nullen die Maschine erneut und schauen uns nun die Division am Beispiel 525 geteilt durch 25 an. Um zu dividieren, stellen wir den Additions-Subtraktions-Umstellschieber auf Division, sodass wie bei der Subtraktion die roten Komplementärzahlen sichtbar sind. Dann stellen wir die 525 im Ergebniswerk ein. Jetzt schieben wir die Einstellschieber des Rechenwerks auf 25 und nehmen eine Stellenverschiebung vor, sodass die 25 unter der 5 und der 2 des Ergebniswerks steht. Da 25 kleiner ist als 52, können wir sie einmal abziehen. Es bleiben 27 stehen, die immer noch größer als 25 sind. Wir können also erneut subtrahieren. Zeitgleich müssen wir uns merken, wie häufig diese Subtraktionen stattfinden. Jetzt bleibt nur noch die 2 im Ergebniswerk stehen, die kleiner ist als 25. Deswegen können wir auf dieser Stelle nicht mehr subtrahieren und müssen wieder eine Stellenverschiebung durchführen.
Da jetzt das Ergebniswerk und das Rechenwerk beide 25 anzeigen, können wir noch einmal subtrahieren und uns auch diese Subtraktion notieren. Das Ergebniswerk zeigt nun 0 an, damit ist die Division beendet. Um das Ergebnis der Division zu bekommen, müssen wir uns anschauen, wie häufig wir auf welchen Stellen subtrahiert haben. Wir haben die 25 zweimal auf der 10er Stelle und einmal auf der 1er Stelle abziehen können. Also ist das Ergebnis von 525 geteilt durch 25 gleich 21. Auch wenn die Maschine bis heute nicht gefunden wurde, können wir aus der Patentschrift, der Patentzeichnung und aus dem Modell aus dem Jahr 1822 darauf schließen, dass der 10er-Übertrag über alle Stellen des Rechenwerks funktionierte. Wie wir im Querschnitt der Staffelwalzen sehen konnten, sind sie im Winkel jeweils um eine Rippe versetzt, sodass die 10er-Überträge nacheinander abgearbeitet werden. Wie genau das aussieht, sehen wir an der Rechnung 9999 plus 1. Wir stellen dafür die 9999 ins Ergebniswerk ein, stellen den Einstellschieber und den Multiplikator-Einstellstift auf 1 und ziehen am Antriebsband. Der 10er-Übertrag wird von der 1er Stelle bis zur 10.000er Stelle durchgegeben und die Maschine zeigt am Ende das korrekte Ergebnis an. Wir schauen uns diese Rechnung einmal genauer an und blenden die Deckplatte dafür aus. Erneut stellen wir die 9999 ein und addieren jetzt die 1 in reduzierter Geschwindigkeit dazu. Von Stelle zu Stelle wird immer das 10er-Übertragszahnrad nach vorne verschoben, durch den Einzahn der Staffelwalze um eine Position weitergedreht und anschließend in die Ursprungsposition zurückgedrückt. Weil diese sekundären 10er-Überträge so einwandfrei funktionierten, war ein korrektes Rechnen ohne besondere Vorsicht möglich. Dieses erste Modell aus dem Jahr 1820 war der Beweis dafür, dass es mit einfachen mechanischen Bauteilen möglich war, eine voll funktionstüchtige Vier-Spezies-Rechenmaschine zu konstruieren, und damit war diese Maschine ein großer Schritt von Charles Xavier Thomas auf dem Weg zum seriengefertigten Arithmometer, auch wenn der restliche Weg noch sehr lang war.